Hallo und willkommen und Moment, ich mach mal kurz Musik an. Und zwar seht ihr ja schon im Titel, es ist eine neue Folge Pixelmon. Und zwar haben wir etwas Besonderes. Warum darf ich da runter? Hier haben wir es doch. Wir haben noch eine Iridium Forst. Jetzt muss ich gucken. Ich hoffe. Usage war das, genau. Wir haben 2. Und ich sollte auch da reinklicken. Yes, dann können wir das ja natürlich da reinpacken. Ja, wir haben 2 Stück. Yay! Wir nehmen die mal wieder raus, sonst finden wir das Rezept nicht so schnell wieder. Machen wir erstmal den Lapatron-Kristall. Da werden wir nichts haben, oder? Mensch. Mehr als ich dachte, aber nur... Mist. Müssen wir doch nochmal. Nein, du sollst da kein R reinschreiben. Nimm es mal raus. Nee, Usage wollte ich doch gar nicht. Das Rezept. So. Na natürlich, kann er das Redstone wieder nicht reinlegen. Aber ihr merkt, wir sind zum letzten Schritt. Zu unserer super tollen. Ja, da ist jemand online gekommen. In ICQ. Hier habe ich ein paar Overclocker gemacht und auch ein paar Energy Storage Upgrades, wie ihr seht. Ich habe vergessen, das leise zu machen. Moment. Beschäftigt. Na, da schreibt er endlich zu Hause. Ja, der war seine Muschi füttern. Beziehungsweise nicht seine, sondern die Muschi seiner... Die Muschi der Mutter seiner Freundin. So. Für alle, die sich jetzt denken, ich meine eine Katze. Manche von euch immer denken. So. Rubber Boots, können wir die herstellen? Praktisch nein. Wir haben nicht genug Rubber, denke ich mal. Und natürlich brauchen wir immer Rubber, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gehen muss. So spät ist noch gar nicht, aber heute wäre den ganzen Tag dunkel gewesen. Es gab mal ein bisschen Schneeregen, aber kein Schnee. Schnee hätte ich schöner gefunden. Ich liebe Schnee. Viele kotzen dann ja mal ab, wenn sie Schnee sehen. Und sagen, damit ist so kalt. Ich mag den Winter, auch wenn es kalt ist. Mag ich lieber als den Sommer. So, jetzt könnt ihr mich hassen. Haben wir denn hier noch? Oh, da haben wir noch was. Und da haben wir noch was. Und hier haben wir noch was. Gummibäume haben wir ja inzwischen mehr als genug hier rumstehen. Na, müssen wir das mal anklicken jetzt langsam. So. Dann noch. Und es wird dunkel. So, schnell wieder rein. Nehmen wir hier gleich den richtigen Eingang. So. Und auch hier ist einiges drin, wie ihr seht, an Upgrades. Dementsprechend schnell geht es auch. Es frisst zwar jetzt Energie wie Sau. Aber da wir jetzt kein Iridium mehr herstellen müssen, theoretisch, haben wir alles im grünen Bereich. Ich werde aber den Iridium Drill nochmal machen. Ich euch nachher zeigen. 2 Stück brauchten wir davon. Und dann hier nochmal. Ja, hier brauchen wir noch so ein Dingensbummens. Müssen wir doch noch einen herstellen. Aber es geht ja ratzfatz, wie ihr seht. So. War nur so, ne? Perfekt. Alles da oben rein. Und dann... Ta-ta-ta-ta, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt ernsthaft eine Iridium-Rüstung. Moment, ich muss sie nur noch kurz hier aufladen. Ja, da. Nein, nicht runtergefallen, tut mir leid. Hier drin. Saug dich mal schön voll.
Na, saug dich voll, saug dich voll, saug dich voll. Dauert natürlich ein bisschen. Der hier läuft auch nochmal. Wie ihr seht, gerade ist reingepackt da. Achso, und ich habe hier endlich mal Reaktorplanting einfach mal reingeschmissen. Das hat jetzt zwar keinen Nutzen, aber es nimmt Platz weg und dann kann ich das leichter nachher raus und reinfüllen. So, gleich ist er voll. Jetzt ist er voll. Perfekt. So. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns das Ding an. Und laufen dann damit rum. Perfekt. So. 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 Und dann ist es auch gut, dass es gerade Nacht ist. Wir sollten eigentlich auch sprinten können. Ich weiß nur nicht. Na, das war das Quantum Jetpack. Ihr merkt, hier können wir fliegen. Das funktioniert schon mal gut. Ah, und hier ist Super Sprint. Yeah. Wir sind jetzt noch schneller unterwegs. Das ist schon krass. Und dann suchen wir uns mal einen Zombie, der uns haut. Ihr seht, ja, Kadaver greift mich an. Das ist schon mal super. Und das ist auch super, dass wir jetzt die Rüstung haben. Weil, ihr merkt, die können es nicht mal ein bisschen Schaden machen, die Armviecher. Also das funzt schon mal mega gut. Ihr seht auch, unser Blitzstab ist inzwischen extrem stärker. Zusammen mit dem Fliegen. Es gibt auch noch einen Hover-Mode. Glaube, habe ich den an oder habe ich den aus? Warte, ich weiß noch die Kastenkombination. Ja? Nee. Ah, so ist der Hover-Mode. Ja, jetzt greift natürlich die Dings an. Ja, das ist zwar praktisch zum Bauen oder so. Aber wie viele Zombies dann gerade kommen? Ah, die mit Rüstung halten schon einige. Ach, das ist ein Zaumkraft-Zombie. Ah, ich sehe es. Ihr habt es jetzt auch gesehen. Also, das ist ja praktisch zum Bauen vielleicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob das wirklich praktisch zum Bauen ist. Aber so zum Spielen ist das ein bisschen. Naja, wir machen es mal wieder aus. Oh, guck mal da. Nicht ihr. Euch will keiner sehen. Ich meine, das Pokémon hier. Ein Zeroark oder so. So, aber ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt, wo wir diese schöne Funktion haben, bedeutet das auch, wir können Gaia nochmal rufen und gegen ihn kämpfen. Und das werden wir gleich machen. Aber erstmal machen wir Tag. Ja. V-Fleisch in der Hand. So. Ich nehme lieber immer irgendwas anderes in die Hand. Nicht, dass da irgendwas sich aktiviert oder sonst irgendwas passiert. Nein, ich will das auch nicht essen. So, das kann weg, das kann weg, das. Die Rüstung kann auch da rein. Da haben wir oben ja noch die sich gegen die Terrorrüstung ausgetauscht hatte. Was haben wir bekommen? Na, nichts Tolles. Weg damit. So, wir holen uns trotzdem einen Trank. Ne, Potion muss ich suchen, ne? Also ich nehme ich wenigstens haben will. Speed brauchen wir nicht. Wir nehmen mal Feuerresistenz. Regeneration wollte ich, falls der böse Effekt uns doch noch Schaden macht. Ich weiß nicht, ob die Rüstung das negiert sozusagen. Und was wir noch machen werden,
ist. Die Rüstung kann auch automatisch essen. Das braucht zwar auch Energie. Gar nicht so wenig. 10.000, glaube ich, waren das. Ich suche mal einfach mal so. Aber ich würde das gerne mal testen, wenigstens. Was haben wir denn hier zu essen? Aber wir haben bestimmt viele Karotten. Doppel-R, nicht mit Doppel-A. Aua, kommst du her? Wo kommt der her? Wieso spawnen die Scheißviecher hier drinne? Wir könnten da theoretisch auch Rotten Flash reinmachen. Dafür brauchen wir das Ding. Der Modus ist schon richtig, Canning. Und dann so. Dann haben wir 4 Stück. Und er hat sie schon gegessen. Schon wieder. Jetzt will er es nicht vollfüllen. Jetzt abgestürzt. Hallo? Ich habe natürlich keinen Block. Nö, Energie ist noch da. Hat ja auch nichts damit zu tun, dass er den Ken nicht vollfüllt. Und hier ist auch Energie. Hä? Warum? Ich fürchte, der Server ist echt abgestürzt, aber ich kann es gerade nicht richtig sagen. Ach, dann könnte ich auch nicht ins System. Könnte ich das hier auch nicht abbauen. Aber daran liegt es nicht. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, warum füllst du die Kanne nicht mehr auf? Hä? Muss ich nicht verstehen. Lassen wir es einfach. So. Meine Fresse ist das schnell. Achso, wir brauchen noch was anderes. Kann ich auch die Level erstmal hier sichern. Weil wir müssen noch einige Funke Foki verzaubern. Ich glaube, mit dieser Rüstung sind wir echt im Bar. Ich frage mich echt, warum der das Essen nicht mehr auffüllt. Zweimal hat es geklappt und dann... Sehr seltsam. Okay, was wollte ich machen? Achso. Terrasstahl brauchen wir natürlich. Gib mal her. Danke sehr. So, und los geht's. Na, ein Glück. Ich wollte doch erst die Tränke noch trinken. So. Wie war das? War denn das? So. Sorry, falls die Musik wieder zu laut ist. Wo ist er? Also Schaden hat er uns gerade nicht gemacht. Wo ist er denn? Gott. Wir kriegen keinen Wizard-Effekt, wie es scheint. Und wir machen ihm Schaden. Jetzt höre ich nicht mal mehr den Blitz. Ah, jetzt wieder. Da kommen die Soundeffekte hier ganz dick miteinander, Alter. Aber die Rüstung ist echt krass. Wo ist er? Mit. Der verschwindet nur noch. Ja, wir müssen uns dann nochmal eine richtige Arena bauen hier. Das war ja nur provisorisch. Ja, das kommt noch. Ich habe ihn nicht mal halb runter, ne? Also der Kampf dauert trotzdem noch eine Weile, weil er auch mal dauernd abhaut. Wo ist er hin? In der Mitte wieder. Ich stelle mich mal hier oben hin. Boi. Irgendwas hat uns jetzt da reingezogen.
Fängt gleich haben wir ihn halb runter. Bin gespannt, ob er dann noch was anderes macht. Im Prinzip hätten wir uns eigentlich die Feuerpotion auch sparen können, weil die Rüstung ist auf Feuerresistenz. Mir gerade eingefallen. Gott, diese Musik. Okay, aber sogar der Foki auf maximal Schaden getrimmt ist nicht sehr effektiv. Gegen Gaia. Ich muss ihn immer nur einmal treffen, merke ich gerade, weil der Typ dreht sich schon eh weg. Brauche ich nicht so lange gedrückt halten. Wo ist er? Da. Warum siehst du Schweinehunde mal aus wie ich? Oh oh. Na, jetzt macht der andere Viecher. Aber... kein Problem für uns. Oh, sogar böse Skelette. Ach, eine Witch auch noch. Wir kriegen hier den ganzen Loot. Ist jetzt bald mal fertig? Okay, die Monster sind gar kein Problem für unseren Fokus. Und? Ein bisschen Erfahrung sammeln. Warum nicht? Und die Musik ist endlich vorbei. Aua. Ist wohl nicht im Loop gespeichert, sondern spielt einmal durch. Vielleicht wird es zu langsam für ihn. Muss ihn zu langsam besiegen. Aua. Also ich glaube... ohne unsere Rüstung wären wir schon 50.000 Mal tot. Und... badabam! Plus Achievement. Dead and Seek. 8 Gaia Spirits. Das kann man draus machen. Oh. Aber dafür müssen wir ins End. Damit wir hier einige Sachen machen können. Wir können aber zum Beispiel den hier upgraden. Dann werden wir noch schneller. Beziehungsweise muss ich gleich mal testen, ob wir überhaupt noch schnell sind. Das hier ist auch geil, der Chart auch gut, das muss ich auch mal irgendwann mit euch testen. Aber noch gucken wir mal. What the fuck? Cloak of Ritual. Ja, wir müssen uns das nochmal alles durchlesen. Hier, Gaia Spirit Ingot. Wofür braucht man das? Steht nicht dabei. Cloak of Sin. Ach, die haben verschiedene Eigenschaften gemacht, diese Cloaks. Black Hole Talisman, Mana Storm. Und Gaia Mana Spreader. Und dann kann man hier noch anderes Zeug machen. Timeless Ivy. Diese ganzen Charts noch. Das war's. Und hier noch ein Dandelion. Keine Ahnung. Das war's. Auf jeden Fall können wir das sehr gut gebrauchen, das Zeug. Dann werden wir bald auch wieder mit Botania ein bisschen weiterarbeiten. Aber erstmal hier das ganze Zeug loswerden. Ist ja schlimm. So. Das Bild habe ich auch mal reingeschmissen. So schnell sind wir jetzt. Zieh ich mal das Ding aus. Ja, Strahlwickel ist gut. Meine Fresse. Wir sind immer noch ganz schön schnell, aber ich glaube ein bisschen langsamer. Tatsächlich. Ach, und wir können nicht mehr über Blöcke laufen, weil die Rüstung das nicht bietet. Ha, doch ein guter Grund, das anzulassen. Ja, wir sind etwas schneller.
Definitiv. Und wenn man bedenkt, dass wir dieses Ding auch noch upgraden können. Uiuiui. Verdammt, eine Geschwindigkeit erreichen könnten. Aber, was ich euch noch zeigen wollte, aber wir schlafen erstmal. Sonst nerven uns die Zombies. Gefährlich werden sie sonst ja nicht mehr, aber sie sind trotzdem nicht weniger nervig. So, hier habe ich diese Bäumchen gepflanzt. Das hat einen besonderen Grund. Hier an dieser Stelle stehen sie, weil ich dann unten unterirdisch eine Mana-Bohnen-Farm machen will. Ich hoffe, das klappt dann auch, dass sie das akzeptieren als Magical Forest. Und hier habe ich es einfach gemacht, dass sie Magical Forest bilden, anstatt diesem dämlichen Eerie-Biom. Aber da müssen wir nochmal ran. Hier nehmen wir unsere schöne Hacke. Der hatte keine Not drin. Ich habe mich den nicht getraut abzubauen, weil der so dicht stand und manchmal baut er extrem in der Umgebung ab. Ich habe das in Wald einmal gemacht. Das war echt krass. Der hat da fast den halben Wald abgebaut gehabt. Habe ich auch. Ja. So, machen wir hier nochmal. So. Dann holst du mit ihm ab. Weiter breitet sich das, glaube ich, nicht mehr aus bei denen. Ja, da ist die Not kaputt gegangen. Hier ist noch ein bisschen. Dann setze ich den mal dahin. Dann ist hier noch. Dahin. Und hier oben. Ah, hier ist so uneben. Ich setze ihn einfach mal dahin. So, dann laufen wir zu denen hier mal. Uiuiui. War mir so klar, dass Arok angreift. Ha. So. Und der günstige Nebeneffekt ist, wir kriegen eine Menge Holz. So. Dann setzen wir. Gehen wir dahin. Dann hier noch ein. Und da drüben ist noch so ein Stückchen. So. Und natürlich warten wir nicht ab, sondern wir lassen sie gleich wachsen. Müssen wir dahin? Danke. Dim, dim, dim. Problem ist nur, ich sehe gerade nicht, ob da eine Not drin ist. Muss ich mir nochmal den Helmchen holen. Die Googles. Ja. Aber wir können die ja trotzdem schon mal groß machen. Blim. Einer war doch noch. Nein. Boah. Wir waren zu dicht dran. Also das macht uns trotzdem noch Schaden. Also da braucht ihr keine Angst haben. Nicht komplett unbesiegbar. Alles erstmal da rein. Dann gucke ich mal, ob ich doch noch die Tinkens irgendwie auffüllen kann hier. Aber warum? Ich verstehe das gerade echt nicht, warum das nicht funktioniert. Ich guck mal nach Rotten Flash. Ich weiß, früher ging das. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Hab da auch nicht in der Wiki jetzt nachgeguckt. Gut, das macht er. Lol. Aber warum die Karotten nicht mehr? Muss ich das verstehen? Gucken. Oh, guck mal. Hui. Frisst ganz schön Strom, das Ding. Eigentlich gibt es diese Funktion. Es gibt auch so eine Charge Pads, wo man sich raufstellt und das dann aufgeladen wird. Ich weiß noch nicht, wie schnell das da auflädt, sonst würde ich das auch machen. Kann man ja mal gucken.
Aber uiuiui, das geht doch schneller näher, als ich vermutet hätte. Naja, gut, aber der Kampf gegen Guardian ist natürlich auch, da muss er einigen Schaden abfangen. Das war ja nicht gerade wenig. Ja, saugt da unser MFSU halt ein bisschen näher. Die Schuhe sind noch am vollsten geblieben und die Hose. Aber Helm und Dings ist er ja dafür da, dass er den Schaden abfängt. Das ist dafür da zum Schnelllaufen. Das für den Fallschaden abfangen. Deswegen hat er auch so viel Energie noch. Der? Vielleicht ist er vom Essen so schnell leer geworden. Müsste man mal beobachten nachher. Mensch, wir saugen das echt noch komplett leer, nee, das Ding. Na. Und es ist alle. Heftig. Na gut. Aber wir sind Level 32, habe ich gar nicht gemerkt. Mal hier reinpacken. Also, Guardian nur bekämpfen, wenn man volles MFSU hat. Jetzt haben wir das Ding immer noch nicht geholt. Na gut, benutzen wir unser tolles Jetpack. Leere Hand. So, und wie du verschwindest. Und dann cheate ich mir das aber neu, das kannst du aber wissen. So. Da ist nix. Keine Not. Nirgends. Doch, da ist eine drin. Schon mal gut. Da ist auch eine drin. Na gut, irgendwo müssen wir anfangen. Na, dich brauchen wir noch. Und so. Keine Not. Da ist eine. Perfekt. So, da ist auch eine drin. Sehr schön. Hier war keine. Weg mit dir. Das ist schon wieder keine. Ne. Man, man, man. Wo soll das noch hinführen mit dir? Jetzt hat er eine. Hatte der eine? Ja, der hatte eine. Gut. Und der hatte keine. Gehen fort mit dir. Die lassen echt selten Setzlinge gefallen. Das ist das Problem bei der Sache. Seht, jetzt haben wir drei. Bei den drei bleibt es leider auch. Und habt doch mal einen. Ah, jetzt hat er eine. Perfekt. So, jetzt sitzt nur noch du. Ah, Gott sei Dank wieder ein Setzling. Nein. Ah, wieder ein Setzling gekriegt. Sehr schön. Und? Nein. Wieder ein Setzling. Oder zwei, wenn ich mich richtig irre. Nein. Meine Fresse. Ups. Ich glaube, der will hier nicht. Und bin wieder bei drei Setzlinge. Ach komm schon. Willst mich doch verarschen jetzt. Na, endlich. Meine Fresse. Aber auch schwer. Aha, wir haben Hunger und er isst nicht. Warum? Ach, weil ich den Helm nicht auf. Das ist ja kein Wunder. Ach ja, nachdenken ist nicht meine Stärke. Und mir fehlt was.
Nein, da unten ist es drin. Das ist noch in der Leiste, ich dachte gerade. Ja, man kann das Holz auch so abbauen, ohne dass er die Funktion macht, wenn man kriecht. Und seid vorsichtig. Glaubt nicht, dass bei den Blättern ihr da so ran könnt, ohne kriechen. Wenn ihr nicht einen Baum abbauen wollt, das funktioniert nicht. Dann holst du auch den ganzen Baum ab, wenn ihr nur das Blatt zerstört. Boah, das ist ganz schön hoch. Aber wir können ja fliegen. Ich weiß eh springen wie sonst was. Da oben. Ja, da sehen wir es. Will die Punkte haben. Und die haben immer schön Ordo mit drin und Ordo brauchen wir immer. Darf bloß nie vergessen zu kriechen. Ah, noch ein höher. Sehr schön. Also ihr seht, das sind keine besonders guten Notes, also die einzufangen lohnt sich nicht. Mit meiner Meinung nach, ich würde die nicht nehmen. Aber so zum Scannen, das ist in Ordnung. Na, komm ich da ran? Ja. Pure und Fading. Ich denke mal, die wandeln trotzdem alles um. Und schon wieder Nacht. Ach, wir können nicht mehr sprinten, deswegen so langsam. Aber trotzdem cool. Gucken, sollte jetzt eigentlich sofort... Ja, hat sofort alles gegessen. Ihr seht aber, eine Kanne bringt wohl immer nur einen Hungerpunkt. Ist ja nicht so prickelnd. Finde ich. Trotzdem ist die Rüstung cool. Vor allem extrem im Bad hat er überhaupt einen. Ich glaube, der hat gar keine. Ich habe mich da verguckt, vertan. Nicht drauf geachtet. Ich habe keine Ahnung. Ach nein, ich habe... Ich werde es nie lernen. Glaube ich. Na gut, machen wir erstmal die Tin Can voll. Aber vielleicht nehme ich doch lieber wieder die blauen Cookies. Wenn wirklich lohnt, scheint sich das nicht. Wieso waren das plötzlich 6 Tin Cans? Zwischendurch. Sehr seltsam. Achso. Also so zum Hochfliegen ist es gut. Zum weit wegfliegen finde ich die Pokémon besser. Das ist ein besserer Flug. Ah, 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 komm her. Lass dich totprügeln. Jawohl. Enderperle. Sehr schön. So. So, und nochmal scannen. Und die auch mal scannen. Ach, so schönes Ordo. Und auch scannen. Ach, da ist nicht mal Ordo drin. Trotzdem pure. Na gut. So, haben wir das. Ich bin fertig damit. Ich dann nämlich noch einiges Zeug erforschen. Aber erstmal hier alles weg. So, das auch. Den Setzling. Einen einzigen haben wir über. Ja, nicht gerade doll.
Ich hoffe, er hat ihn auch hier. Ja, ich habe Angst seit der Terrorrüstung, habe ich echt Angst, dass das plötzlich wieder irgendwie vertauscht, umtauscht, was auch immer er macht da. Nein, hör doch auf, mal da runterzufallen. Ich wollte nochmal kurz aufladen. Ja, nun geht's aber mit dem Energieverbrauch. Das war echt der Kampf gegen den Guardian. Ganz die Rüstung leer gesaugt hat, mit schon 35 Minuten, alter Schwede. Um eins wollte ich noch mit euch testen, damit ihr was zum Lachen habt, wenn ich gleich sterbe. Nämlich, ob er uranfest ist, das stand da nicht drin. In der Liste war es durchgestrichen, also kann sein, dass es nicht mehr hilft. Aber wir testen trotzdem einfach mal. Ja, wir sterben. So, schnell weg. Packen wir hier einiges rein, weil wir gleich tot sind. Bauen wir das nicht aus Dings auf hier. Oh, das dauert aber, bis wir sterben. Ah, guckt mal hier. Ich lass mich mal so sterben. Was? Wieso leben wir noch? Ach, bei der Radiation-Effekt so kurz, nur. Na gut. Auch gut. Auch gut. Kann ich gut mitleben. Nehmen wir alles wieder raus. Okay, also dafür müssen wir dann doch noch den Hazmat-Suit anziehen. Das wollte ich nur mal gucken. Dachte, hätte ja sein können, dass es auch gegen Dings schützt, weil man ja auch den Helm dafür braucht und craften muss. Aber nein. So. Ja, das brauche ich nicht unten an der Leiste. Wahrscheinlich werde ich ihn nicht mehr aufladen können, weil wir zu wenig Energie haben. Genau. Nur so ein bisschen. Oh, er hat was gefuttert. Na gut, aber jetzt mache ich echt Schluss. Sonst verquatsche ich mich hier noch länger. Auf jeden Fall, unsere Rüstung ist fertig. Juhu! Yay! Die ist so geil. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder irgendeinen anderen Kram machen. Bis dann.